So, hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Und jetzt geht's los. Wir spielen jetzt mit höheren Schwierigkeitsgrad. Wir haben die erste Hordennacht ja geschafft. Here we go. Okay, also wir hatten jetzt ja gerade unsere Hordennacht nach Hause gegangen, offensichtlich. Mehr war ja nicht mehr, ne? Unser Inventar, wir hatten uns schon vorbereitet, genau. Sodass wir jetzt weitermachen können. Wir haben 5 Skillpunkte, die wir verteilen können. Die würde ich tatsächlich jetzt noch sparen. Eins. Obwohl, wir können auf 9 bringen, ne? So. Da brauchen wir nochmal 3 Punkte für Stärke auf Maximum. Und dann können wir das auf den Prügelpeter setzen. Später können wir noch das hier erhöhen, was dann noch die Knüppel- und Vorschlaghämmer und so schneller macht. Aber schneller schlagen heißt auch schneller müde sein, ne? Also deswegen, na. Ich glaube, danach würde ich erstmal anfangen, Intelligenz zu skillen, weil da kommen dann auch noch ein paar ganz wichtige Punkte. Ja, aber wir werden jetzt am Anfang sowieso noch einige Sachen kriegen, deswegen machen wir es erstmal nicht bekloppt. Hallo Jen. We've got medical supplies and a bit of everything else. Have a look. So, wie wär's denn mit... mit Befallenen? Oh, sogar 3 Stück direkt. Cool. Nein, I would love to give you a thanks, hon. I knew you wouldn't let me down. So, was kriegen wir denn dafür? Fall 1000 Dukes, alles klar. Jetons. Ah, dann kommt mal rein. Gut. Entspannt. 10 Zombos. Okay. So, wir müssen wieder in die andere Stadt, ne? Tja. Wat mut, dat mut. Mit dem Fahrrad dauert es leider immer noch ein bisschen, aber das geht schon irgendwie, ne? Wir haben unser Haus auch fast fertig, da fehlt ja auch nicht mehr viel. Da sind noch ein paar Blöcke, die wir noch upgraden müssen. Später was wir noch verstärken, anmalen, dies und das. Und das wird noch richtig cool werden, hoffe ich. Beleuchten, was eben so dazugehört. Also die Strecke kann man auch ganz gut fahren. Jetzt wir eben hier so hoch, und dann hierher und dann da runter. Das klappt echt gut. Ich habe mir gerade einen Zombie an der geklatscht. Ach, der ist ein Halbi. Okay, Halbi, machst du das schon. Aber 6% verloren. Gebäude ist das hier. Was gibt's denn hier Schönes? Scharfschütze von 2. Da kommt hier nicht rein. Ist ja ein Kopf. Armut ab 2 Stück, sehr schön. Was sind hier jetzt hier? Eisen, Holz, ja, fangen wir mal ein, ne? Der Kopf ist einfach mal hochgegangen. Schon cool, der spawnt drin und kotzt direkt mal. So.
Zwillinge. Sharp Sticks, zwei Bücher. Oh, der Lade. Ich erinnere mich, hier war es auch schon mal richtig knapp. Die sprudeln aber ganz schön, die beiden da. Aber ich mag die neuen Gore-Effekte, sind voll toll. Weg! Spannend. Für den Morgen so nach Herode, ne? Mhm. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Aber jetzt gerade, warte. Ein bisschen mehr defensiv, was ja erstmal nicht schlecht ist. Ein bisschen Munition, cool. Haben wir nichts verbraucht, deswegen ist alles egal. Da fällt mir ein, sind wir schon so weit, dass wir natürliche Antibiotika. Ne, können wir noch nicht. Da fehlen noch Bücher. Ich dachte, wir haben mittlerweile schon so viele gefunden. Okay. Dann mal wieder zurück zu Jen, nicht wahr? Das große Hin und Her. Ich glaube, hier in der Serrano-Residenz würde ich auch gerne mal eine Hordennacht verbringen, unten im Bunker. Dann mal gucken, wie weit die kommen. Früher konnte man da einige Hordennächte aussitzen. Das war gar kein Problem, aber wir, keine Ahnung, wie es jetzt ist. So, da sind wir wieder. Der Weg dahin ist schon ein bisschen nervig, muss ich sagen, diese ganze Fahrerei. Aber ja. Gehört ja irgendwie auch dazu. So, meine liebste Jen, dann gucken wir doch mal. Oh my god, I haven't seen you for a while. Well, that didn't take long. Nice work. Sie waren ja Munition im Verbandskasten. Verbandskasten habe ich ein paar. Ja, Munition dann. Wir hatten noch zwei Pfeile. I've got a bit of a problem. You can always Garish quit a job if you feel it's too dangerous or just change doch, your mind. Da haben wir doch sogar mal schon mal ein bisschen was gemacht. Das war ja die Geschichte, wo ich das ganze Material abgebaut hatte. Gar nicht so schlecht, wenn wir das wieder aufbauen, können wir das wieder abbauen. Ihr wisst genau, wie ich das meine. So. Ja, warte mal eben. Jetzt habe ich gar nichts verkauft. Egal, lass uns alles jetzt mal hier. Tak, 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 tak. Brauche ich sowieso nicht. Das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Sortier das mal ein. So viel Munition muss ich auch nicht mit mir rumschleppen. So grundsätzlich gesehen, ne? Was wir dann noch machen können, ist einmal hier mal aufreparieren. So ein Rap-Kit. Ich lasse mich nicht nochmal irgendwie umbringen, weil ich die Waffe nicht repariert hatte. Die will ich mitnehmen einmal. Da können wir uns nicht zu schnell mal einen Spritz setzen, wenn wir irgendwie in Kambat sind oder sowas. So. Was jetzt noch so richtiges Quality of Life Feature wäre,
mehrere Quests annehmen können. Weil dann hätte ich jetzt alle drei annehmen können, da drüben erledigen können und dann wäre ich zurückgekommen. Das wäre viel angenehm. Aber gut. Okay, da bin ich. Garage Construction, genau. Ich glaube, wir hatten das Gebäude nebenan, hatten wir als Quest, oder? So war das doch. Genau, da habe ich ja schon einiges abgebaut. Richtig. Da fehlt jetzt noch einiges. Da wird eine Garage gebaut, da drüben. Und hier vorne nichts, oder was? Soll das das Wohnhaus dann sein? Aber man weiß es ja nicht. Egal, wir starten. Der Quest ist befallen. Also mal gucken. Werkbank. Das brauche ich nicht, aber den brauche ich jetzt hier. Was gibt's da? Zement. Schnauze. Nehmen wir natürlich auch alles jetzt hier mit. Wir bauen das jetzt alles schön ab, weil das können wir gut gebrauchen. Der ist tot gewesen. Irgendwie habe ich ja rechts EP plötzlich gesehen, dachte, okay, das war's, aber der lebt ja noch. Gleich halt. Spitzhacke ich den halt weg, ist auch kein Problem. Ich habe aber eine Wrench, ne? Was kommt da raus außer Eisen? Lohnt sich das? Oh, geschmiedetes Eisen, schön. Aber oh, mechanische Teile und so Kram. Den können wir auch noch auseinandernehmen hier. Müll, sehe schon. Holz. Der hat einen kleinen Unfall mit der Säge. Kann mal passieren. Oh, Mittagessen. Seh schon. Wenn ich mir überlege, früher hatten wir einen Gürtel, der war 2 Slots kleiner. Da hatten wir nur 8 Slots. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, die hatte man. Und die beiden nicht. Als diese beiden Slots dazu kamen, habe ich mich so gefreut, ne? Weil es so viel wert ist, das glaubt man immer gar nicht. Na, auf einer am Klo treffen? Wohl nicht. Material auf jeden Fall, statt schon mal nix. So, was haben wir da vorne? Briefkasten? Das Buch habe ich leider schon. Rap-Kit nehmen wir echt gerne. Eisenwerkzeuge Stufe 1, sehr schön. Da. Und weg mit der Karre. War jetzt nichts Großes dabei, aber viel Kleinkram, ne? Hier mechanische Teile und so weiter. So. Das kann erstmal wieder weg. Ich schaue wieder raus. Verschlossen. Ja gut, dann müssen wir halt das auch noch mitnehmen hier.
Kids haben echt einige jetzt gefunden hier. Fällt mir aber. Oh, wo kommen die denn jetzt alle her? Wow, haben wir da ganz viel um mich rum, ey. Ich krieg so Vietnam-Flashbacks. Weg. Wowie Sauie. Alter. Was? Gehen wir nochmal rein. Von wo sind die denn jetzt gekommen überhaupt? Weil nur hier. Und plötzlich waren hinter mir welche. Ich glaube aber, wir haben hier leider einen Bug, Leute. Mhm. Ja, okay, nehmen wir das. Pass auf. Verändern. Ja. Da haben wir jetzt einen Bug, Leute. Da können wir den Quest gar nicht abschließen, so ein Keks. Ah. Das finde ich jetzt schon extrem schade, tatsächlich. Weil das war ja dann doch jetzt auf einmal ging es richtig rund. Hier, trinkt ihr was? Kein Problem. Die Infektion behandeln wir zu Hause gleich eben schnell, dann ist es erledigt. Wir haben genug Honig da. Das ist kein Problem. Ist der Quest fehlgeschlagen? Das finde ich insgesamt ein bisschen schade, weil wir hatten ja eigentlich alles erledigt. Und wir haben auch... Es hat sich trotzdem gelohnt, weil wir gute Sachen gefunden haben. Das ist gar nicht das Problem. Aber der Weg, das haben wir halt keine Questbelohnung gekriegt. Das ist ein bisschen schade, finde ich, ne? Okay, ich hole euch gleich drüben wieder dazu und dann nehmen wir noch eine an. Da ist ja noch ein dritter. Ja, und dann werden wir es aufgrund des Weges allein schon gar nicht weiter schaffen, denke ich mal. Naja, gut. Naja, wahrscheinlich waren wir einfach nicht awesome genug, um diesen Quest abzuschließen. Wahrscheinlich muss jetzt ein gewisses Awesomeness-Level erreicht sein oder so, damit wir dann der letzte Zombie da spawnt. Schon ein bisschen komisch. Das hatte ich, glaube ich, noch nie. Klar, also es kann ja mal passieren. Keine Ahnung, was für ein Event trägt. Ich habe irgendwas kaputt gemacht, weil ich alles zerstört habe oder so. Das weiß der Geier. Vielleicht hätte er irgendwie in der... vielleicht hätte er irgendwie in der Toilette spawnen sollen oder so. Und ich habe halt alles zerstört. Und deswegen ging das nicht oder so. Das weiß der Geier. Jetzt hier mal alles rein hier. Jetzt nimmst du mal ein bisschen Munition wieder raus. Jetzt haben wir nichts dabei. So. Das kann rein, das legen wir, das kann rein, das essen wir, das kann rein.
Das kann rein, das. Ich werde das sowieso später noch sortieren. So, was habe ich jetzt so? Ja, ist okay, komm. Here we go. Aha, ich habe doch gewusst, dass der aber nicht stimmt. Da waren es ja plötzlich echt wieder viele und ihr habt noch gesehen, eine Kugel macht 31 Schaden. Ich mache mit einem kräftigen AF 47 Schaden. Das heißt, die Chance, einen Zombie zu töten mit einem Baseballschläger, ist höher als mit einer Schusswaffe. Gut, du schießt häufiger, ne? Aber ich rede von einem Schuss jetzt. Greetings, my friend. I'm sure I've got what you need. Ja, ich glaube auch. So, sag mal, gib mir mal den Befehl. I would love to give you a thanks, hon. I knew you wouldn't let me down. Niemals. Der Pleasant Guest Store. Das ist da unten irgendwo. Okay, gut, dann fahren wir da mal hin. Schalte ich einfach mal die Straße nach Süden. Die Stadt endet ja hier, glaube ich. Machen wir jetzt einfach mal. Kann es jetzt eben schnell was zu essen? Und dann geht's los. Eine kleine Nachtrunde, denke ich mal. Ist die Zeit nicht schon so weit fortgeschritten? Die Folge ist jetzt bei 22 Minuten. Das ist so traurig. So. Ich muss mal aufdenken, können wir uns jetzt erstmal. Eben kurz hoch zur Schmiede gehen und dann gucken wir mal eben schnell noch was ankicken können, während wir dann während wir dann noch unterwegs sind. Na gut, viel ist es nicht, aber mach mal. Der Durst ist jetzt auch weg, sehr gut. Mal los. 1,4 Kilometer warten darauf. Ja, komm. Komm. Erkundet zu werden. Ich möchte echt gerne den alten Block zurück. Den fand ich viel schöner. So, wir haben hier die südliche Straße erreicht und die werde ich jetzt einfach mal querfeldein weiterfahren, weil ich nicht genau weiß, wo der Pleasant Guest Store da ist. Vielleicht ist es die eine Straße, die hier noch runter geht, die dann hier rum Schlenker macht oder so, keine Ahnung. Und eine Radio Station. Unsere Infektion ist fast gleich weg. Ja, die haben mich da halt einmal sehr umringt gerade, ne? Da war halt relativ schnell Alarmzustand. Und das ist auch krass, wie sehr man da in so einen kleinen Tunnelmodus kommt, statt einfach ruhig zu bleiben. Das ist ganz schlimm. Man schippt ja nicht sofort. Gut, unsere Ausrüstung ist jetzt noch nicht die beste. Aber ich hätte jetzt auch da nicht schon wieder sterben wollen, wäre ich ausgerastet, glaube ich, ganz ehrlich. Ich habe das Spiel deinstalliert. Für immer. Für immer heißt bei mir ein paar Wochen. Vielleicht eher ein paar Tage. Habe ich tatsächlich schon mal gemacht bei einem Spiel. Frust deinstalliert und auch sofort wieder installiert. Wollte ich nämlich heute nicht auf mir sitzen lassen. Ach, guck mal, die Straße ist es, die den Schlenker macht. Und dann geht der Ort hier unten offensichtlich. So, der nächste Ort direkt, ne? Da unten. Ah, komm, auf der anderen Seite der Stadt ist dann nochmal Jen. Können wir eigentlich direkt erledigen, ne? Dann ist halt auch fertig. Dann bleiben wir die Nacht einfach irgendwo hier. Und jetzt sehen wir hier ein Gebäude, was uns viel mehr gefällt, dann ziehen wir uns dann noch um. Wer weiß. Yeah.
Unsere Game Stage ist jetzt da. 38. 92. Geil, wie er seinen Kopf sich selber dreht. Zack. Ganz entspannt bleiben. So. Kein Hund. Sehr schön. Hier ist der Final Loot. Aber wir erinnern uns, das hat man mal das Ding hier, wo man dann schnell machen muss, weil es den Zombies angefangen hat von hinten. Wir haben schon die Belohnung an uns hier. Sehr schön. Ja, weißt du, was wir machen? Pass auf, immer folgendes. Komm mal hier dran. Hau weg den Scheiß. So. Die nehmen wir hier noch mit. Gut. Das Ding ist klar. Und dann machen wir mal irgendwas folgendes. Weg hier. So. Guck mal, hier mal Baublöcke machen, bitte. So, macht jetzt, ist schon egal. So, machen wir uns ein kleines Lagerfeuer für die Nacht, würde ich sagen. Steine. Ich räume mal kurz so auf, die geht noch im Sack. Alter, wie viele kommen denn hier? Ein gemütliches kleines Lagerfeuer. Wir werden jetzt einfach die Nacht hier verbringen. Alles ganz entspannt. Nahrungstechnisch sollte es auch kein Problem sein. Dann fahren wir morgen früh, bevor wir noch zurückfahren, eben hier runter zu der anderen Gen, nehmen den Quest an. Und vielleicht questen wir heute morgen dann bei ihr einfach.
dass wir einfach schneller hier sind, sozusagen, wenn sie dann die Quest dann auch hier verteilen. Und dann gucken wir mal. Also dann, meine Lieben, bleibt gesund. War eine kurze Folge, aber ja, ist so, wie es ist. Bis zum nächsten Mal und tschüss.